Hallo liebe Freunde, in diesem Video möchte ich euch meine 10 besten neuen Funktionen in Windows 10 19.03 vorstellen. Die nächste Version des Windows 10 Komponenten Updates Version 19.03 kann bereits von der offiziellen Microsoft Webseite heruntergeladen und installiert werden. Wie üblich werden eine Reihe neuer Funktionen und Änderungen vorgestellt, von denen einige für Sie nützlich sein können. In diesem Test habe ich 10 grundlegendsten und interessantesten in Bezug auf die Benutzeroberfläche, Parameter, neue Funktionen und andere Systeminnovationen herausgestellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Schauen wir uns sie an. Helles Thema. Und wir werden mit visuellen Veränderungen beginnen. Und da Sie die größte Veränderung dieser Art bemerken haben, ist dies ein neues, aufschlussreiches Thema. Das ist heute ein Standardthema in herkömmlichen Verbrauchssystemen. Früher war ein Teil des Menüs selbst bei einem hellen Thema dunkel, aber jetzt ist es vollständiger und einheitlicher geworden. Wenn es dir nicht gefällt, mach dir keine Sorgen. Der übliche Modus mit hellen Fenstern und dunklen Systemfenstern ist nicht verschwunden. Der dunkle Modus von Windows 10 sieht im Betriebssystem immer noch nicht gut aus, da es viele Anwendungen von Drittanbietern gibt, die ihn nicht unterstützen. Aber das Lichtthema sieht gleichmäßiger und natürlicher aus. Microsoft hat auch die Standardhintergründe in Windows 10 geändert, um sie besser in das neue Lichtthema einzufügen. Fließende Designelemente wurden auch an bestimmten Stellen hinzugefügt. Ein transparentes Startbedingfeld und Menü, ein Benachrichtigungscenter, Schatten und dergleichen. Sie können diese Einstellungen ändern, indem Sie Optionen, Personalisierung, Farben öffnen und hier eine entsprechende Markierung setzen. 2. Reservierter Speicher. Darüber hinaus wurde in Windows 10 die Meldung Reserved Storage, reservierter Speicher angezeigt. Ein dedizierter Speicherplatz, der in erster Linie für problemlose Systemaktualisierungen vorgesehen ist. Wie Sie wissen, gab es häufig Fälle von Aktualisierungsfehlern mit wenig Speicherplatz auf der Systemfestplatte. Danach ist es möglicherweise schwierig, das System wiederherzustellen. Der reservierte Speicher wird auch für einen Teil der temporären Dateien des Systems und von Programmen von Drittanbietern verwendet. Um die Größe des reservierten Speichers herauszufinden, gehen Sie zu Einstellungen System, Gerätespeicher, System und reserviert. Auf einigen Systemen, die auf Windows 10 19.03 aktualisiert wurden, ist der reservierte Speicher möglicherweise fett, wie in meinem Fall. Öffnen Sie das Ausführungsfenster und geben Sie Regedit ein. Gehen Sie dazu zum folgenden Pfad: HK Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Reserve Manager. Doppelklicken Sie auf einen Parameter mit dem Namen Shipped with Reserves und ändern Sie seinen Wert in 0. Klicken Sie auf OK, schließen Sie den Registrierungseditor und starten Sie den Computer neu. Wie Sie jetzt sehen können, ist diese Funktion aktiviert. Sandbox Windows 10. Im Mai-Update erhielt Windows 10 die neue Windows Sandbox-Funktion. Das Unternehmen möchte mit seiner Hilfe die Benutzer von der Angst bewahren, unbekannte ausführbare Ex-Dateien auf dem Computer auszuführen. Es ist eine einfache virtuelle Maschine, mit der Sie Anwendungen in einer isolierten Umgebung ausführen können. Die Methode wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt, sodass nach dem Schließen der zu
testenden Anwendungen alle Sandbox-Daten gelöscht werden. Jetzt müssen Sie keine separate virtuelle Maschine konfigurieren, wie es die meisten erfahrenen Benutzer tun. Der Computer muss Virtualisierungsfunktionen im BIOS unterstützen. Diese Funktion ist in den Professional- und Enterprise-Versionen von Windows verfügbar. Da Sie glauben, dass solche Funktionen wirklich eher von erfahrenen Benutzern und nicht von jedermann benötigen werden. Außerdem ist es standardmäßig nicht im System enthalten. Sie müssen es über die Systemsteuerung bei der Auswahl der Betriebssystemkomponenten installieren. Standardmäßig ist die Sandbox deaktiviert, kann jedoch problemlos in die Komponenten von Windows 10 integriert werden. Systemsteuerung, Programme und Funktionen, Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren, Windows Sandbox. Nach der Installation und dem Neustart des Systems wird die Windows Sandbox-Verknüpfung im Startmenü angezeigt. Viertens, empfehlende Fehlerbehebung. Eine der besten neuen Funktionen im My-Update von Windows 10 sind die empfohlenen Problembehandlungsmethoden. Mit dieser Funktion kann das Betriebssystem viele kritische Probleme auf Ihrem Gerät automatisch beheben. Beispielsweise kann das System die Standardeinstellungen für wichtige Dienste automatisch wiederherstellen, die Einstellungen entsprechend der Konfiguration Ihrer Geräte ändern oder bestimmte Änderungen für den normalen Betrieb vornehmen. Kritische Fehlerbehebung erfolgt automatisch und kann nicht deaktiviert werden. Obwohl Sie diese Funktion nicht deaktivieren können, können Sie auf der Seite Diagnose und Überprüfung das Verhalten dieser Funktion steuern. 5. Automatische Änderung des Aktivitätszeitraums. Wie oft sind Sie auf die Tatsache gestoßen, dass Sie vergessen haben, den Aktivitätszeitraum des Systems zu ändern, um einen plötzlichen Neustart zu verhindern und Updates anzuwenden? Jetzt müssen Sie den Aktivitätszeitraum nicht mehr ständig anpassen. Es reicht aus, diese Funktion zu aktivieren und das System konfiguriert sie automatisch, abhängig von den aktiven Stunden des PCs. Um die Option zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen, Update und Sicherheit, Aktivitätszeitraum, Ändern, Aktivitätszeitraum für dieses Gerät basierend auf Aktionen automatisch ändern. 6. Windows Updates Unterbrechung. Microsoft hörte endlich die Benutzer von Windows 10 und bot mehr Kontrolle über die Installation von Updates. Jetzt können alle Betriebssystembenutzer Aktualisierungen um eine Woche verschieben. Außerdem können sie auswählen, wann die neueste Hauptversion installiert werden soll. Benutzer von Windows 10 können die vorhandene Version beibehalten und weiterhin monatliche Sicherheitsupdates erhalten, wobei die neuesten Funktionsbaugruppen vermeiden werden. In Windows 10 war es zwar möglich, Updates vorübergehend zu deaktivieren, diese Option war jedoch nur für Benutzer verfügbar, die unter der professionellen Version arbeiten. Daher ist dies eine besonders wichtige Änderung für Benutzer von Windows 10 Home, da sich große Updates nicht immer als stabil genug herausstellen. Microsoft hat auch das Prinzip der Zuweisung von Speicherplatz für Windows Update geändert. Einige Updates werden möglicherweise nicht installiert, wenn nicht genügend Speicherplatz auf der Systemfestplatte vorhanden ist. Wie bereits erwähnt, reserviert das System jetzt etwa 7 GB Festplattenspeicher für das Update Center. 7. Schnellzugriff auf Zeichen. Wenn Sie jemals einen Test mit Sonderzeichen geschrieben haben, wissen Sie, wie unpraktisch es ist, sich Codes in Kombination mit der Alt-Taste zu merken oder im Internet danach zu suchen. Ab dem My-Update können Sie das gewünschte Zeichen schnell in den Text oder die Nachricht im sozialen Netzwerk einfügen. Drücken Sie Win Plus, um das aktualisierte Emoji-Bedienfeld zu öffnen. Dieses Bedienfeld enthält einen Abschnitt zum schnellen Suchen, Einfügen von Zeichen und sogar Kaomoji-Gesichtszeichen. Hier finden Sie Satzzeichen, Währungen, geometrische, mathematische, lateinische und Sprachsymbole. Außerdem merkt sich das System, die am häufigsten verwenden, füllt sie mit der entsprechenden Registerkarte und wählt sie beim nächsten Mal schnell aus.
8. Modifizierte Suche. Suche und Cortana sind jetzt getrennt. Die Suche ist nicht neu in Windows 10, hat sich aber seit dieser Version stark verändert. Microsoft trennt die Such- und Cortana-Funktionen in der Windows 10 Taskleiste. Dies ist eine gute Nachricht für diejenigen, die kein Fan des Sprachassistenten sind. Jetzt können Sie Sprachanfragen getrennt von der Eingabe des Textes in das Suchfeld bearbeiten. Windows 10 verwendet jetzt die im Betriebssystem integrierte Suche für Textabfragen und Cortana für Sprachabfragen. Übrigens zeigt die neue Suchoberfläche beliebte Anwendungen, aktuelle Aktionen und Dateien sowie Optionen zum Filtern nach Anwendungen, Dokumenten, E-Mails und Web-Ergebnissen an. Im Allgemeinen hat sich die Suche nicht geändert, aber jetzt kann sie für alle Dateien auf dem Computer durchgeführt werden. Das Unternehmen wird diese Richtung wahrscheinlich in zukünftige Updates weiter verbessern und den Benutzer immer leistungsfähige Suchwerkzeuge zur Verfügung stellen. Außerdem finden Sie in der Anwendung eine neue Einstellungsseite zum Einrichten aller Aspekte der Suche, einschließlich eines neuen erweiterten Parameters, mit dem Sie das gesamte Gerät durchsuchen können, nicht nur Dokumente, Fotos, Videos und den Desktop. 9. Sie können noch mehr installierte Anwendungen löschen. Microsoft bietet Windows 10 Benutzer nach und nach die Möglichkeit, immer mehr Shareware-Anwendungen zu entfernen, die Teil des Betriebssystems sind. Mit dem 19.03-Update können Sie jetzt Anwendungen wie Groove, Musik, Mail, Calendar, Filme und TV-Rechner, Paint 3D und 3D Viewer deaktivieren. Es ist immer noch nicht möglich, Anwendungen wie Kamera oder Edge auf die üblichen Weise zu deinstallieren. Mit der Umstellung des Microsoft Browsers auf die Chromium Engine ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass Edge deinstalliert wird. Wir haben ein gutes Video auf dem Kanal, wie man Standard Video 10 Anwendungen entfernt. Der Link wird in der Beschreibung sein. 10. Helligkeitsregelung. Zu den kleinen Änderungen, die erwähnt werden sollten, gehört natürlich ein neuer Helligkeitsregler. Es ist im Benachrichtigungscenter verfügbar und ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit des Bildschirms schnell anzupassen. Das Tool ersetzt die Kachelansicht, mit der Sie zwischen Voreinstellungen Helligkeitsstufen des Bildschirms wechseln können. Jetzt können Sie beispielsweise schnell und einfach eine Helligkeit von 33% einstellen. Diese Option ist für Laptops verfügbar. Wenn Sie einen externen Monitor verwenden, wird der Schiebenregler höchstwahrscheinlich nicht im Benachrichtigungsfeld angezeigt. Dies ist natürlich keine vollständige Liste aller aktualisierten Funktionen. Wenn Sie etwas Neues und Interessantes finden, das ich nicht in dieser Bewertung aufgenommen habe, schreiben Sie in die Kommentare. Und das ist alles. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich. Abonnieren Sie den Kanal, Daumen hoch. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.